Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime, und wir sind zurück bei Minecraft. Und ja, wir haben hier ein kleines Desaster, weil ich kann mich einfach nicht einigen, wie ich es haben will. Und ich bin mir aktuell nicht mal mehr sicher, ob ich es so eingelassen haben will wie da und ob mir das so hochkant gefällt. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz einig, wie wir hier weitermachen wollen. Ja, keine Ahnung. Ich gucke noch mal kurz nach dem Glas schnell. So. Okay, das läuft hier soweit. Hier ist, glaube ich, auch noch. Hier ist immer noch Sand drin. Okay. Und das läuft fleißig. Okay, das funktioniert. Wie sieht es hier aus? Das könnten wir gleich mal wegbringen. Seht ihr, das wollte ich auch noch machen. Ich würde das aber gerne hier auf Reihe kriegen, tatsächlich vernünftig. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich das immer über ein Barrel laufen lassen muss. Das wäre aber eigentlich auch blöd. Das wäre aber eigentlich auch blöd. Was würdet ihr denn sagen? Ganz ehrlich, was wäre denn so eure Meinung, wie man das hier sinnvollerweise beieinander bauen könnte? Ideen? Irgendwelche Ideen? Weil ich glaube, man kann es so lassen, oder? Wir können uns das ja mal anschauen. Wir können ja mal gucken. Ich bin... Oh, furchtbar. Okay, wir schauen einfach mal. Ich weiß, ich habe es gerade erst zugebaut. Wir machen es wieder auf. Weil wir müssen es ja in irgendeiner Form miteinander verbinden. Und dann schauen wir mal, wie das funktionieren könnte. Also, wir haben Itemleitung. Strom brauchen die Dinger erstmal. Ha. So, wir haben Itemleitung. Zack, zack. Da könnte was reingehen. Wenn wir jetzt hier eine Kiste hinstellen, wird es aus der Kiste rausgezogen und geht hier rüber. Okay, soweit, so gut. So, dann so und zack. Jetzt könnten wir rein theoretisch, wenn wir von hier nach da laufen lassen wollen, könnten die hier reingehen. Wenn wir eine Kiste hier hinstellen, könnte, wenn wir da den Input verweigern, könnte das hier in eine andere Kiste quasi als Ergebnis des Dings rausgehen. Okay. Alternativ könnte man hier aus der Kiste, ich weiß nicht, ob das funktioniert, auch was rausziehen, was dann wiederum hier rüber in die Öfen geht. Aber ich glaube, dann machen wir uns dumm und dämlich mit den Filtern. Ist das so? Okay. Alternativ wäre es dann so, der Output von den käme hier hin. Das wäre dann so. Und hier käme eine Kiste hin, die dann wiederum der Output der Öfen ist. Ne? Soweit so richtig, glaube ich. Okay. Wie haben wir es hier? Wir brauchen von hinten definitiv Energie. Das heißt, wir könnten von der Seite könnten wir Items reinlaufen lassen. Sofern er uns von der Seite überhaupt einen Eingang gibt. So, ne? Okay. So, sagen wir mal so. Und sagen wir mal so. Dann könnten wir hier eine Kiste hinstellen und hätten hier einen Eingang für diese beiden. Als nächstes könnten wir hier Liquid-Leitungen legen. Die könnten dann darüber gehen oder könnten in ein Barrel... Könnten in einem Barrel hier landen. So. Zack. Okay, hier bräuchten wir allerdings auch noch gegebenenfalls. Wobei, die brauchen ja die Flüssigkeit sowieso. Die brauchen ja die Flüssigkeit sowieso. Alternativ könnte man sie aus dem Barrel, könnte man sie hier reinleiten. Wir brauchen aber auf jeden Fall auch noch, sagt's mir, Items, die hier reingehen. So, und dann kriegen wir hier schon ein Platzproblem, sehe ich gerade. Weil, wenn wir nämlich jetzt hier die Items legen, sollen die von einer Kiste ja hier rein. So. Ich glaube, so ganz ausgegoren ist das Ganze noch nicht. Das stellt ihr auch gerade fest, oder? Ja, ist ein bisschen blöd tatsächlich. Stelle ich jetzt gerade so fest. Also, oh. Black. Wie könnte man das alternativ noch machen? Ich glaube, ich lasse das erstmal so hässlich, wie es hier ist, stehen.
Und wir machen uns erstmal Gedanken darüber. Oder? Ja, ich will mich doch nicht so ganz damit abfinden. Ist da was, was wir auch mal ausprobieren könnten? Ich nehme den ganzen Kram hier nochmal weg. So. Und baue das vielleicht hier auf. Dann haben wir hier so eine kleine Produktionsecke. Dann steht man hier, kann hier so ein bisschen was machen, dann können wir da rüber gehen und haben hier so noch eine kleine Produktionsecke. Dann sehen wir zwar nicht, was da hinten abgeht, aber das wäre vielleicht auch noch eine Idee, oder? Dann hätte man aber echt noch ein Stück rüberrutschen können. Ist egal. Das können wir ja mal probieren. Das war dann sagen. Mit was fangen wir an? Wir fangen an mit Magma Crucible wieder, wa? Und dem Flüssigkeitstransposer. Vielleicht machen wir es auch einfach in Zweierriegen, dass man sagt, okay, pass auf, wir haben hier einen Magma Crucible. Eigentlich müssten wir es andersrum machen, weil wir haben gerade gesehen, andersrum sieht es besser aus. Wir haben einen so und wir haben... Hat er den nicht gestackt? Okay. Und wir haben so. Und dann könnte man noch sagen, wir haben die beiden noch übereinander, oder? Macht das Sinn? Die übereinander zu packen? So. Und... Nee, ich glaube, es macht keinen Sinn, die übereinander zu packen. So, weil... Man kommt so schlecht von allen Seiten halt einfach ran, ne? So, dann machen wir das Ganze nochmal so. Zack und zack. Dann haben wir die hier. Und dann könnte man ebenfalls wieder in Zweierriegen setzen. So. Was haben wir da jetzt? Induction Smelter. Ja, ist okay. So. Und... So rein theoretisch, ne? Dann haben wir hier noch einen Pulverizer und hier noch einen Pulverizer. Ist das zu fett? Aber wir kommen hier irgendwie sehr weit, ne? Und dann ziehen wir hier noch eine kleine, so eine kleine Miniwand hoch, irgendwie zweier Höhe oder sowas und machen uns hier eine kleine Nische. Dann haben wir hier so einen kleinen Verarbeitungsraum. Was sagt denn dazu? Wäre das noch eine Idee? Wäre das noch eine Idee? Ups. Wir können es ja mal so wirken lassen. Wir können es ja mal kurz so wirken lassen. Und dann überlegen wir uns... Warte mal, habe ich noch... Die habe ich hier. Okay, das trifft sich gut. Machen wir mal das Ding... Huch, das Ding wieder dicht. Und dann schauen wir mal, wie das aussehen könnte. Wie das aussehen könnte. So, wo habe ich den? Den habe ich da. Na, ich depp. Komm her. So, und ich stelle mir das dann so vor, ich baue es jetzt erstmal zu, es ist klar, dass das nachher nicht zu sein wird, dass wir da auf jeden Fall so eine Verdingselung haben, so eine Verdingselung, na sagt schon, so eine Verkleidung haben. Jetzt sind die Steine alle, okay, ist nicht so schlimm, soll ja erstmal nur anschaulich sein, wir probieren einfach mal rum und dann nehmen wir uns hier so ein bisschen klares Glas und das packen wir hier oben drauf. Zack, zack. So, so, so. Und da wir ja sowieso hoch springen können. Dem Glas weiß ich nicht. Seamless wäre halt nice, ne? Da fällt mir gerade so ein. Haben wir sowas? Gibt es sowas? Ich glaube, klares Glas kann man ja eh nicht schüsseln, ne? Nee, geht nicht. Geht normales Glas? Haben wir normales Glas? Ist das? Das ist klares Glas, Glas. So. Gibt es denn komplettes, randloses Glas? Streifenglas. Wie sieht denn das aus? Würde das aussehen? Das sieht auch irgendwie doof aus. Kann man nicht ganz durchgucken, ne? Kann ich das... Ach genau, das kann man doch jetzt aber abbauen, oder? Ja, kann man. Und ist gleich kaputt. So,
Ja, so ein bisschen komplett randloses Glas wäre halt irgendwie saunice. Was haben wir denn hier noch? Stained Glass. Weißes Forestry Glass. Okay. Ziemlich klares Glas. Habt ihr noch Ideen? Habt ihr noch Ideen? Weil so ist das, glaube ich, dann auch wieder doof, oder? Oder wir lassen es ganz weg. Können wir auch machen. Dann haben wir hier halt einfach nur so eine kleine Nische und wir müssen es ja nicht zwei hoch machen. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie das dann nachher aussieht. Wenn die Verkleidungen alle sind, ob wir dann vielleicht noch irgendwie Kisten hoch haben oder so. Dann lassen wir das erstmal so für den Moment. Was sagt dann dazu? Weil mir das hier fast ein bisschen weit auseinander ist. Aber das hier muss so sein. Das hier ist echt ein bisschen weit drüben. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Haben wir den Platz hier auch mal genutzt? Ist, glaube ich, okay, oder? Dann könnte man hier noch was hinmachen. Na gut. Dann machen wir das für den Moment erstmal so. Und das hier. Und das hier. Seht ihr jetzt, wenn ich das noch eins nach rechts setzen will, müsste ich den kompletten, das komplette Konstrukt hier noch eins nach rechts setzen. Was ich allerdings auch machen könnte. Wartet mal. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. So, du kommst auch weg. Na komm. Zack, zack. Dann setzen wir die Dinger nämlich hier hin. So. Und dann kommt die Kabellage nämlich dahin. So, zack und zack. Und dann könnte man nämlich rein theoretisch auch einfach so machen. Wir könnten die Dinger miteinander verbinden lassen oder wir ziehen halt einfach dann hier rüber. Dann machen wir hier rein und da wieder raus. Oder? Ich glaube, so können wir es machen. Ich glaube, so geht das. Oh, sorry. Das heißt, wir bräuchten jetzt aber echt einen Haufen von diesen Dingern. Ich glaube, wisst ihr, was ich mal mache? Nehmen wir mal einen mit. Und nehmen einfach mal alle Verkleidungen, die wir haben. Das sind noch 29. Das sind ein bisschen wenige. Verkleidung. Ich mache uns einfach mal einen Stack. Was sagt denn dazu? Ich mache uns keinen Stack, weil wir haben den ganzen Kram nämlich gar nicht mehr da. Bindegemisch. Okay. Gib mir einen Stack. So, das Ganze lassen wir einschmelzen. Nur Legierung ist Quatsch, nur Ofen. Zack, zack. Hier ist ein bisschen was angesammelt, hat sich hier. Okay. So, wenn das durchgelaufen ist, dann können wir nämlich hier weitermachen. Okay, Strom ist ein Thema. Strom ist definitiv noch ein Thema. Das könnten wir hier unten rumlaufen lassen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo geht denn nochmal die dicke, fette Hauptleitung lang? Ich müsste mir irgendwie mal so einen Marker setzen, so einen Merker, wo die dicke, fette Hauptleitung lang geht. Aber ich glaube, es ist hier. Ha! Sehr gut. Sehr gut. Dann könnten wir uns nämlich von der dicken, fetten Hauptleitung einfach einen Strang hier rüberziehen. Und von da aus gehen wir mit kleinen Leitungen an die einzelnen Maschinen. Was sagt dann dazu? Was sagt dann dazu? Aber ich mache den Strang hier. So, dann machen wir das hier mal alles weg. Dafür haben wir nämlich die dicken, fetten Leitungen gebaut. So, gehen wir mal hier runter. Und dann können wir nämlich hier die ganzen Kabel einfach ganz easy zu den Dingern legen. So, einfach mal hier komplett durchgeprügelt. Wobei man eigentlich den Strom auch hier durchlegen könnte, ne? Das stört doch eigentlich gar keinen. Das stört doch eigentlich niemanden. So. Und dann geht es hier hoch. Okay, perfekt. Und hier müsste man dann halt, das kann man nochmal schnell machen. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal vorbereitet. So, so. Und zack. Genauso hier. Weiß könnte man. Nein, wir machen das ordentlich. So, so und so. Und hier. Und dann könnte man hier unten nämlich. Da drüben sind die anderen. Das geht so. Und hier machen wir es aber
eine Etage tiefer. Und so. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, wir könnten jetzt hier schon mal anfangen und das Stromkabel rüberlegen. Und hätten dann schon mal auf jeden Fall Strom an den ganzen Maschinen. Und selbst wenn wir sie aktuell noch nicht so richtig nutzen, könnten wir sie auf jeden Fall schon mal anfangen einzubinden. Ob sie nun automatisiert sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Was wir nicht zumachen können, ist das hier. Der geht zu. Wieso habe ich denn jetzt eigentlich ein hier Dingensbummens auf Tasche? So, seht ihr, das ist nämlich das nächste, worum ich mich noch gerne kümmern möchte. Da habe ich noch gar keine Ahnung, was für Dimensionen das annehmen wird. Das schauen wir uns dann auch noch an. So, jetzt machen wir erstmal Verkleidung. So, da wollten wir einen Stack haben. So, zack. Sehr schön. Wir haben einen davon auf Tasche, sogar drei. Und dann können wir die nämlich schon mal laufen lassen. So, zack und zack. Dann kann das schon mal durchlaufen. Wir gehen derweil pennen. Und dann sind wir schon wieder durch mit einer Folge und irgendwie klappt das alles nicht so genau, wie ich das haben will. Ach, man ist so entscheidungsfreudig mit so einem Kram. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber ich glaube, so könnte es eigentlich ganz gut werden. Das schauen wir uns mal an. Mal gucken, wie es nachher aussieht und wenn es dann steht, stellen wir fest, ja, war doch doof. Naja, mal sehen. Judy, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und von daher, bis dahin, euer Showtime. Tschüss.